Ja, aber Enrico kann hier viel gewinnen. Er ist der längere Mann heute definitiv. Langer, langer Körpertyp. Und mein Trainingskollege Daniel Adler ist so ein ähnlicher Körpertyp. Das ist in solchen Gewichtsklassen, wenn die Leute so lang sind, dann haben sie schon so einen Stil. Oh, schöne Verteidigung. Schöne Verteidigung vom Singleck. Bleibt da lange noch auf den Beinen, Enrico. Borowski, der will nicht auf dem Boden. Oh, boom. Jetzt, aber macht er gut. Aber kann nicht besser. Oh, schönes Knie. Schöne Rechte. Wow, oh, das ist ein bisschen angekommen. Oh, und das schöne Rechte. Wahnsinn. Gut. Sehr schön. Will ich gar nicht mal so viel reden jetzt hier. Der Kampf hier, der erzählt sich schon fast von selbst. Oh, die Rechte schön. Oh, Jari, nimm ein paar Treffer. Oh, Macharowski, der ist jetzt ein paar Mal hart durchgekommen mit den Fäusten. Oh ja. Niari, der hat zwar auch ein, zwei recht weit geschwungene Hände. Schöner Hüftwurf. Sehr gut gemacht. Gut getimt. Er hat gemerkt, dass Peter etwas ruhiger geworden ist und hat dann den Hüftwurf angesetzt. Sehr schön. Gut. Direkt in der Cross-Position gelandet. Mount, sehr stark. Oh, das sieht ganz schlecht aus für Peter Niari. Da muss er ganz schnell raus, sonst ist der Kampf vorbei. Na, das geht noch weiter. Er verteidigt sich ja gut. Oh, nein, Schluss. Naja. Ist wahrscheinlich besser im Endeffekt. Wow. Krass, ist wieder... Ja, Borowski, der hat da harte Treffer gelandet und er hat vor allem permanent weitergeschlagen. Ja. Das ist halt das Krasse. In diesen etwas höheren Gewichtsklassen, da können die Kämpfe halt sehr viel schneller beendet sein. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann sind das Ivory MMA-Team heute unbesiegt. Geht unbesiegt nach Hause hier. Das war der letzte Kämpfer von Ivory MMA und da sehen wir nochmal das Ground and Pound aus der Mount. Jetzt, das waren die härteren Schläge. Und da kam dann wohl die etwas weniger intelligente Verteidigung. Hat auch hier schon den Kämpfer ermahnt. Aber da passiert, er streckt nur den Arm aus. Ja, du hast recht. Richtige Verteidigung ist das alles nicht mehr. Das wäre jetzt nur noch schlimmer ausgegangen. Also Enrico Mochorowski, da können wir sagen, in ein paar Jahren vielleicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Leute. Referee Stoppage aus dem Ground und Pound heraus. Das Ganze nach 1:30 in der ersten Runde. Der Sieg bleibt in Hamburg und geht an Enrico Mochorowski. Naja, wenn ich mir jetzt anschaue, also er war schon relativ ruhig und abgeklärt. Er sieht athletisch auch